Diese Tresorknacker öffnen jeden Sicherheitsschrank. Bisher. Denn diesmal stoßen sie auf die hartnäckigsten Tresore ihrer Karriere. Zusammen mit Sicherheitsexperten und Herstellern machen wir den Tresortest Marke extrem. Hier sind richtige derbe Geräte hier im Einsatz. Mit Insider-Waffen und Profi-Wissen sind unsere Knacker am Werk. Manchmal geht es dann schnell. Das ist einfach auf Deutsch gesagt Mist. Und manchmal versagen auch die härtesten Methoden. Wir testen einfache Sicherheitsschränke und Tresore der Königsklasse mit den Waffen der Einbrecher. Dieser Mann studiert seit Jahrzehnten die Tricks der Einbrecher. Adalbert Wendt versorgt Schlüsseldienste mit Aufsperrwerkzeug und knackt beruflich Tresore. Bei unserem Extrem-Tresortest beginnt er mit preiswerten Haushaltstresoren, wie man sie in Baumärkten findet. Solche Modelle stehen häufig in Privathaushalten oder Hotelzimmern. Das erste Modell kostet zwischen 80 und 100 Euro und gehört zur Sicherheitsklasse A, einer geringen Sicherheitsklasse. Die Sicherheitsklassen werden vom Verband der Schadensversicherer vergeben. Dafür drangsalieren Experten die Tresore mit verschiedenen Methoden. Gemäß dem entstandenen Schaden wird dem Safe eine Sicherheitsklasse zugeordnet. Dafür werden, je nach Prüfverfahren, entweder Buchstaben oder Zahlen vergeben. Je höher die Zahl oder der Buchstabe im Alphabet, desto höher die Sicherheit und der Wert, der im Tresor versichert ist. Wir wollen von unseren Profis zuerst wissen, wie es um den klassischen Lauschangriff steht. Kann man Tresore wirklich mit bloßem Ohr oder mit Hilfe eines Stethoskops öffnen? Wenn man ein nicht abtastsicheres Schloss hat, ja, das sind die meisten, die wir haben, Dreischeibenschlösser, da hört man auch ein Geräusch. Das hört sich ähnlich an, so wie dieses hier. Ein Klack hier bei einer Zahl Nummer 14 und ein Klack bei der 20. Aber mit modernen Methoden geht es viel schneller. Bevor es losgeht, platziert Profiknacker Lars eine Bargeldattrappe und einen Ersatzdiamanten im Tresor. Jetzt kann die Jagd auf die Beute beginnen. Die Zeit läuft. So, 97. Nachdem Lars die erste Zahl herausgehört hat, können die anderen Zahlen vom Computer berechnet werden. Kombination ist 50, 30, 57, 97. Die Tresorknacker brauchen 1 Minute und 2 Sekunden, um aus 100 Millionen Kombinationen die richtige herauszufinden. Ich will den Stein. Im Moment lachen die beiden noch, doch schon bald wird ihnen das Lachen vergehen. Ja, ich wollte eigentlich mal darstellen, was so ein Schloss überhaupt wert ist. Denn das ist kein Zahlenkombinationsschloss, das ist einfach auf Deutsch gesagt Mist. Denn wenn ich die erste Zahl herausfinde, und das geht ganz schnell, dann wird mir ein Computerprogramm die anderen nennen. Die Programme kann man runterladen im Internet, also das ist für mich keine Sicherheit. Aber Adalbert und Lars fangen gerade erst an. Sie haben ein ganzes Einbruchsarsenal dabei. Von billigen Baumarktgeräten bis hin zu Hightech-Tresorwerkzeugen. Also die klassische Brechstange ist wie beim Gebäudeeinbruch auch bei Tresorknackern noch immer beliebt. Schleifhexe, ja, bis hin zur Thermolanze. Das sind schon Sachen, die Profitäter mit sich führen. Der nächste Test. Ein Tresor der gleichen Sicherheitsklasse für 80 bis 100 Euro. Wir wollen testen, wie schnell Einbrecher mit den Klassikern Brechstange und Winkelschneider sind. Aber ist das nicht zu laut für einen Einbrecher? Wenn Einbrecher jetzt ein Einfamilienhaus aufgebrochen haben, dann halten die sich manchmal recht lange da drin auf und machen auch entsprechend Lärm. Dann nimmt kaum jemand Kenntnis davon. Beliebt sind auch Einbrüche in Gewerbegebieten, da Langfinger dort nachts mit voller Lautstärke arbeiten können. Lars und Adalbert werden rabiat. Nach 4 Minuten und 16 Sekunden ist die Beute in den Händen unserer Tresorrambos. Mal gucken, nicht genau was haben. Nichts angesenkt. Ja, alles in Ordnung. Ja, 4 Minuten ist natürlich keine Zeit. Im fest eingebauten Zustand wäre es noch ein bisschen schneller gegangen. Auch dieser Tresor ist so sicher wie eine Sparbüchse. Wir testen weiter. Im nächsten Test haben wir einen Waffenschrank der Sicherheitsklasse B, also der zweitniedrigsten. Der Tresor kostet etwa 450 Euro und sollte mindestens 20 Minuten den Angriffen von Lars und Adalbert standhalten. Lars fixiert den Panzerschrank am Boden. Auch in der realen Einbruchswelt sind die meisten Tresore aus versicherungstechnischen Gründen festgeschraubt.
diesen Tresor, den dübeln wir jetzt an, damit wir auch richtig mit Kavums da lang gehen können. Die Zeit läuft. Dieses Modell ist schon hartnäckiger. Die zwei Tresorknacker arbeiten mit einer Kombination aus Brechstangen und Keilen, die man in jedem Baumarkt findet. Zwar kostet es Kraft, aber noch können sie diesen Tresor in die Knie zwingen. Nach 6 Minuten und 20 Sekunden ist er geöffnet. Wir haben uns ein bisschen angestrengt mit 2 Mann, aber 6 Minuten ist eine schwache Zeit. Unsere Meisterknacker konnten bisher alle Tresore innerhalb weniger Minuten öffnen. Für echte Einbrecher ein gefundenes Fressen. Kann ein Tresor der nächsthöheren Liga unsere Panzerknacker bremsen? Zwischen den günstigen Fabrikaten und diesem Panzerschrank liegen Welten, meint auch Nicole Gottschalk, Produktmanagerin des Herstellers. Also dieser Schrank ist ein Wertschutzschrank und ich bin mir sicher, der Herr Wendt wird einiges zu tun haben, um den Schrank zu knacken. Selbst er als Tresorprofi wird einige Zeit benötigen, um den wirklich aufzumachen. Hier werden wir keine Chance haben, mit Brechstangen zu hintergreifen. Sie sehen hier 12 mm Material, das biegen wir nicht mehr so einfach. Wenn ein Einbrecher vor einem Tresor steht, weiß er nie genau, was auf ihn lauert. Denn jeder Hersteller hütet das Geheimnis seiner besonderen Baumaterialien. Grundsätzlich sind die meisten Tresore trotzdem ähnlich aufgebaut. Eine äußere Stahlhülle wird mit einer Mischung aus Beton und geheimen Zutaten aufgefüllt. Diese Mischung ist bei jedem Tresor anders. Die Tresortür wird durch das Riegelwerk, also die Verschlussbolzen oben und unten, verriegelt. Adalbert und Lars fahren schwere Geschütze auf. Zunächst bereitet Lars alles für den Einsatz einer sogenannten Hydraulikpumpe vor, die ähnlich wie ein Wagenheber funktioniert. Das ist jetzt eine Hydraulikpumpe mit einem Hydraulikkolben. Ja, das wird jetzt verbunden und dann wird mit dem Fuß nachher der Kolben aufgepumpt. Mithilfe der angeschweißten Vorrichtung soll die Pumpe die Tür aufdrücken. Im Moment sind unsere Tresorknacker noch optimistisch, denn sie ahnen nicht, was noch vor ihnen liegt. Die Vertreter des Herstellers schauen inzwischen ziemlich skeptisch. Um sich nun dem Riegelwerk, also den Verschlussbolzen der Tür, zu widmen, braucht Adalbert eine weitere Geheimwaffe. Eine Thermolanze, auch Sauerstofflanze genannt. Sie schneidet bei mehr als 6000 Grad selbst Steine unter Wasser. Jeder Tresorhersteller hat vor ihr Angst. Doch auch Wendt muss vorsichtig sein. Denn manche Tresore warten mit einer bösen Überraschung auf Einbrecher. Ganz eklig finde ich, wenn Aluminiumplatten verbaut werden. Weil Aluminium hat die Eigenart, sich so mit einem Schlag zu verflüssigen. In der Füllung des Tresors verstecken manche Hersteller eine solche Platte. Trifft der Einbrecher mit der Thermolanze auf die Aluminiumschicht, droht ihm Lebensgefahr. Denn das Aluminium wird bei der hohen Temperatur flüssig und spritzt mit hoher Geschwindigkeit aus der Öffnung. Adalbert kennt einen solchen Fall. Ich habe schon mal einen Tatort gesehen, wo die Silhouette des Täters so an der Wand abgemalt zu sehen war. 20, 30 Minuten sind die magische Frist beim Tresorknacken. So lange sollte ein Tresor den Angriffen standhalten, denn Einbrecher werden meist nach Ablauf dieser Zeit gestört. Polizisten oder Nachbarn rücken an und die Täter müssen flüchten. Aber genau jetzt reißt die Hydraulikpumpe ab. Absolut gefährlich, wenn sie mit einer solchen Wucht jemanden träfe. Doch unsere Panzerknacker kommen nicht aus der Ruhe, obwohl bereits 20 Minuten verstrichen sind. Die Maßnahmen werden verzweifelter. Immer wieder versucht Adalbert mit der Thermolanze die Bolzen im Riegelwerk durchzuschneiden. Aber der 950 Euro teure Tresor bleibt standhaft. Und die Beute müsste inzwischen verglüht sein. Immer wieder reißt sich die Hydraulikpumpe los, obwohl sie festgeschweißt ist. Nach mehr als einer Stunde wirkt der Siegeswille unserer Tüftler gebrochen. Offenbar ist dies der Tresor, an dem sie scheitern sollen. Nach einer Stunde und 18 Minuten kapitulieren die beiden. Also im wirklichen Leben hätte ich jetzt aufgeben müssen und wir machen auch nicht mehr weiter, weil wir haben keine zweite Hydraulikpumpe, die wir eventuell nach unten ansetzen könnten, um da unten weiter zu fressen. Sie sehen, hier unten hängt es an der Ecke.
Raffiniert, ich weiß nicht, ob gewollt oder ungewollt, ist das Riegelwerk, die Befestigung des Riegelwerkes an der Frontplatte. Ja, Sie sehen, wir haben so wie einen Gummilappen, den wir hier wegziehen und das Riegelwerk bleibt drinnen. Wenn das gewollt ist, dann meine Hochachtung. Ich hätte es nicht damit gerechnet, wo ich die Werkzeuge gesehen habe, die der Herr Wendt mitgebracht hat. Ich habe gerade auch schon Flackern da drin gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nur noch Rußpartikel drin finden. Der Klasse 1 Tresor hat unsere Meisterknacker bezwungen. Aber sie bekommen eine letzte Chance, sich zu rehabilitieren. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein ganz anderes Modell, ein schweres Modell, wo mir die Haare richtig grau werden, wie man sieht. Den, wie wir den aufkriegen oder ob wir den aufkriegen, das kann ich gar nicht hier vorhersagen. Geld und Diamant sind ja jetzt verbrannt, Adi. Jetzt haben wir hier noch, das ist der letzte Rest, der übrig geblieben ist, den wir heute versuchen zu bergen. Ich hoffe, es gelingt uns, oder? Also ich persönlich glaube, dass sie sich richtig schwer tun werden. Ich wette, dass es letzten Endes nicht klappen wird. Ja, jetzt haben wir nicht mehr die Spielzeuglanzen. Jetzt sind richtige derbe Geräte hier im Einsatz, weil wir müssen einiges wegschmelzen. Ich rechne dort im Zwischenraum der Wandungen mit erheblichen Zuschlagmaterialien, wo ich nicht weiß, was dort verwendet wird. Wir können auch eine starke Rauchentwicklung vielleicht erwarten. Der Tresor ist ein Wertschutzschrank der Sicherheitsklasse 4, der zweithöchsten, die auf dem Markt existiert. Kostenpunkt etwa 5.000 Euro. Der letzte und härteste Test beginnt. Wendt greift mit der Thermolanze an. Aber auch der Wechsel auf die größere Lanze bringt nicht den erhofften Vorteil. Bereits nach wenigen Minuten weiß er, dass er mit dieser Technik scheitern wird. Ja, was jetzt hier beim Abschmelzen nach vorne ausgelaufen ist, hier diese knochenharte Magma, ja, das ist halt verflüssigtes Material mit Stahl verflüssigt, das wird nachher beinhart. Und was wir jetzt außen liegen haben, wenn wir durch sind, geht das nach innen, ins Schloss, in die beweglichen Teile und da bewegen wir dann nichts mehr. Das heißt, wir müssen im Endeffekt die komplette Tür in einer Öffnung so weit wegschmelzen, dass wir Zugriff nach innen haben. Aber dann ist sämtliches Papier da drin auch nichts mehr wert. Dann haben wir nur noch schwarze Flocken vielleicht. Aber Adalbert gibt noch nicht auf. Er erinnert sich an eine Methode, um auch den härtesten Tresor zu öffnen. Dafür muss er oben ein Loch in die Tresorwand brennen. Ja, Einbrecherbanden sind zurzeit recht rege unterwegs, um Tresore mit einer Gas-Sauerstoff-Mischung zu füllen, diese dann zünden und dann so wie eine Sprengung zu öffnen. Wie auf diesem Überwachungsfilm zu sehen, kann eine solche Explosion äußerst effektiv sein. Das wollen wir testen und bringen den 600 Kilogramm schweren Tresor ins Freie. Bei diesem gefährlichen Test hilft uns Sprengmeister Pitt Rotter, der sich mit Explosionen auskennt. Er erklärt uns die Sprengmethode. Sag ich mal, eine handelsübliche gemacht mit dem, was man so in Werkstätten im Baumarkt findet. Das ist ein Acetylen-Sauerstoff-Gemisch. Und das kennen die meisten von der Schule her. Aus dem Physikunterricht hat es der Lehrer sicher mal vorgeführt, wie das ordentlich kracht, wenn man da nur ein bisschen was davon zündet. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Ja. Das heißt, wir werden auch einen entsprechenden Sicherheitsabstand dazu haben. Sollte sich der Tresor öffnen, ja, dann bleibe ich lieber weiter vorne, dass ich gleich ins Geld kann. Der Zünder kommt in den Tresor und nach über 3 Stunden Vorbereitungen ist es soweit. Eine letzte Prognose. Nach den Erfahrungen, die wir jetzt hinter uns haben, wage ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Gut, dann bitte die Gehörschütze aufsetzen, damit wir den Knall hier vertragen können. Dann in die Hocke gehen. Wir gehen hier hinten in Deckung und ich ziele dann runter. Achtung! 3, 2, 1. In unserer Hochgeschwindigkeitsaufnahme sieht man die enorme Kraft der Gasexplosion. Sie drückt die Tür heraus und lässt die Stahlwände des Tresors bersten. Die 100 Kilogramm schwere Tür fliegt mehr als 20 Meter in Richtung unserer Tresorknacker. Alle Anwesenden staunen über die Wucht der Explosion.
Da das eine Geschichte ist mit diesem Acetylen-Sauerstoff-Gemisch, die ist nicht so, in dem Falle nicht so berechenbar. Keiner weiß ja, was drin ist, wie viel. Jetzt im Ernstfall, wenn irgendjemand das Ding knackt, ja, dann geht er davon aus, dass da ist noch Geld drin oder irgendwelche Wertgegenstände, die also das Volumen verkleinern. Also man kann nur Daumen mal Pi irgendwas einleiten. Und das haben wir letztendlich auch gemacht. Ja. Und war dann schon gut überrascht, was da eigentlich passiert ist. Ja. Also ich hätte es ehrlich gesagt nicht